Hallo, liebe Ödländer da draußen. Wir sind hier live in Vault 111. Und wir spielen zusammen. Naja, ihr werdet es ja sicherlich sowieso schon wissen. Fallout. Wir haben in der ersten Folge nur ein bisschen unseren Charakter erstellt und das Intro gespielt. Und wir sind jetzt hier in Vault 111 in der Kryokammer angekommen. Und haben leider beobachten müssen, wie unsere Frau erschossen wurde und unser Baby geklaut. Oh Gott! Warum sollte Voltec das tun? Tja, warum sollte Voltec das Komm tun? Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Ich glaube... Kann doch nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Oh je, alle tot Hallo? Hier. Ist da wer? Oh Gott! Alle Voltbewohner müssen den Bereich... Oh Gott! Warum? Warum haben die das getan? Naja, für mich, also ihr merkt schon, ich bin, wahrscheinlich wird das ein Let's Play werden, wo ich nicht ganz so, nicht immer ganz so viel rede. Einfach weil ich selber natürlich auch die Stimmung vom Spiel genießen möchte. Aber wir machen uns mal auf den Weg und versuchen hier mal rauszukriegen, was hier los ist. Lauter Schiebetüren, noch mehr Kryokammern. Oh Gott. Noch mehr Kryokammer, Alter. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Aber wie gesagt, also die Details, das muss ich dem Spiel echt lassen. Gefällt mir echt gut. Ich glaube, dem Herrn ist langsam kalt. Wo geht's hier hin? Ah! Kakerlake. Also hier könnten wir raus. Aber war nicht eben hier auch was, wo wir raus hätten können, sollen, tun, machen? Ah, unzugänglich. Fehlfunktion der Notfallüberbrückung der Ausgangstür. Wie kommen wir nicht raus? Wenden Sie sich an Ihren Vault-Tec-Wartungsmitarbeiter. Natürlich packen wir erstmal alles ein, was wir haben. Wie kann ich eigentlich... Ich hoffe, das Spiel erklärt mir noch, wie ich mein Inventar aufmache. Ich verlasse mich jetzt einfach da drauf. Noch mehr Kram. Sicherheitsterminal. Oh, ein Stimpack. Das packen wir uns natürlich direkt mal in und Kaffeetasse. Alles eingepackt, wie immer. Wie in jedem guten Rollenspiel. Man muss einfach alles einpacken. Man weiß nie, was man, ob man es nicht doch noch irgendwie gebrauchen kann. Willkommen bei Termlink von Robco Industries. Freigabe Vault-Tec Sicherheitsdienst. Vault 111 Sicherheitsanweisung. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Verstoß, VTP und so weiter. Vault 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei Unwissenden... Unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. In Subordination oder Behinderung des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Okay, das... was haben wir denn hier? Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Vault-Tec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden und bei der Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Vault zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kryokapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren... Präservierungskapseln sind im Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Mitarbeiterpflichten. Ach du Heiland, dafür immer mehr. Mitglieder des Forschungsteams sind dazu verpflichtet, täglich die Vitalfunktionen von Bewohnern im Kälteschlaf zu überwachen. Kardiopulmonale und kognitive Aktivitäten müssen stündlich überprüft werden. Lebensrettende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn mehr als 80% der Bewohner im Kälteschlaf verstorben sind.
Dabei darf der Kälteschlaf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Unabhängige Forschung wird empfohlen und ist dem Aufseher überlassen. Alter, wie geht das denn hier in dem Vault ab? Sicherheitspatrouillen haben in einem konstanten 8-Stunden-Rhythmus zu erfolgen. Die Sicherheitsprioritäten lauten folgendermaßen. Nach Anzeichen für Eindringlinge suchen. Irgendwie habe ich es gerade mit der... Entschuldigung. So. Nach Anzeichen für Eindringlinge suchen. Nach Atmosphärenlecks suchen. Auseinandersetzungen des Personals schlichten. Durchsetzen der Regeln des Aufsehers. Durchsetzen der Vault-Tec-Regeln. Ist auch interessant. Also die Regeln, die Vault-Tec ursprünglich... aufgesetzt hat, gelten zu allerletzt. Aufgrund der Natur von Vault 111 wird vom Personal die Erfüllung von Pflichten außerhalb der normalen Qualifikationen erwartet, beispielsweise Reinigungsarbeiten und Essenszubereitung. Die genaue Verteilung dieser Aufgaben liegt im Ermessen des Aufsehers. Alter Schwede, Entwarnung und Evakuierung. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Vault-Tec die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und anderen Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Vault-Tec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Vault-Tec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Vault-Tec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie kümmern, nachdem das Personal von Vault 111 evakuiert wurde. Vault 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault 111 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec. Alter, das ist... Also, es liest sich ja mittlerweile alles hier... Oh Gott, das... Ich sehe noch Sicherheitsaufzeichnungen. Samstag 23. Ach du Heiland, das geht ja immer weiter. Letzter Eintrag. Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht, irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Zwei Monate später. Weihnachten unter der Erde. Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und dem Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein fancy Lads-Kuchen, der nicht zu dröge war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen, der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht. Versuchen sie etwas vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist? Ach egal, nur noch ein paar Monate, dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen. Okay, das ist jetzt schon nochmal knappe, Moment, dreieinhalb Monate oder so. Nur noch ein paar Wochen, dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben, das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben, höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas, da bin ich mir sicher. Hier geht irgendwas Übles vor, das spüre ich. Ja, also das spüre ich mittlerweile auch, alleine wenn ich das lese, was das Terminal mir hier so sagt. Das war jetzt, glaube ich, noch ein Jahr später, oder? Oder war das ein Monat? Moment, ich gehe mal kurz zurück. Es ist nur ungefähr einen Monat später. Die Haupttür zum Vault-Ausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet.
wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen, nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Letzte Nachricht. Es kommt kein Entwarnungssignal von Voltec. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzcracker auf den Boden hat fallen lassen. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass so ein kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in sein Büro eingeschlossen. Wir sollen ihnen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben, sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder auf die andere Weise. Okay. Wir wissen jetzt leider natürlich noch gar nicht, welches Jahr wir überhaupt haben. Steht das hier? Nee, das steht hier irgendwo. Steht hier nicht. Extermination is everyone's job. Auf jeden Fall. Da ist nichts mehr drin. Hier sind noch ein paar Sachen. Ich pack einfach mal ein. Ich habe momentan, glaube ich, nicht, dass uns das wirklich weiterhilft. Aber wir müssen hier irgendwie... Tür zu brauchen wir nicht machen, glaube ich. Wir müssen irgendwie einen Weg hier rausfinden. Und ich wüsste gerne mal, welches Jahr wir mittlerweile haben. Weil irgendwie sieht dieser Vault... Na gut, es funktioniert zumindest alles noch. Oh, das ist eine Kakerlake. Ich weiß nicht, ob wir die besiegen... Ganz ehrlich, ich weiß momentan noch nicht mal, ob wir die besiegen können. Ja, wir probieren es einfach aus. So. Oh, okay. Ja. Also die können ja offensichtlich nicht... Kakerlaken? Was zum Teufel? Können hier mal was trinken. Tja, Riesenkakerlaken. Sieht so aus, ne? Alter Schwede, was ist... Wo sind wir hier? Das ist, da sieht aus wie der Pausenraum und der Schlafraum von den... Na gut, ob das jetzt von den Wachen oder von den wissenschaftlichen Mitarbeitern ist, weiß ich nicht. Das erkennt man ja jetzt nicht momentan. Sieht aber alles so aus, als wäre das schon deutlich länger verlassen als nur ein knappes Jahr. Naja, ich sammle jetzt nicht jede Kaffeetoaster. Nee, ich sammle jetzt nicht allen Schrott ein. Da können wir noch was trinken. Eine Kochplatte. Nee, brauchen wir auch nicht. Hier ist noch ein Freizeitterminal. Was gibt es denn hier noch Interessantes? Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Top 10. Rick, Tim, TGM, SAE, SQV. Okay, was auch immer. Die haben hier irgendwas. Band abspielen. Was haben wir denn jetzt? Red Menace. Ach, wie geil. Wie cool ist das denn? Start Game. Ach, das ist ja cool. Wir haben ein Spiel im Spiel. Okay, ich... Ist ja nicht so, als würden wir das nicht kennen. Ah, okay, so können wir springen. So, die Maske hole ich mir nochmal schnell. Oh nein. Highscore 0, Bonus-Timer. So, wir probieren das nochmal. Diesmal schaffe ich's. Ja, okay. Das Problem war eben, wir konnten, als wir die Maske hatten, konnten wir nicht mehr... Oh Gott, ich bin... Das Schlimme ist, ich könnte jetzt hier noch 2 Stunden weiterspielen, bis ich es geschafft habe. Soll ich... Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich weiß nicht, ob ihr da so Freude dran habt, mir hier beim Donkey Kong spielen zuzuschauen. Oh, wir haben sie gerettet. Cool. Oh, das geht ja immer noch weiter. Oh Gott. Naja, gut. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall geil, dass die ein Spiel im Spiel haben. Das finde ich immer cool. Ich nehme das mal mit. Dann können wir das vielleicht später irgendwann nochmal spielen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter.
So, nicht wundern, dass ich gerade nichts gesagt habe. Ich musste mal ganz kurz mein Mikrofon muten. Deswegen bin ich auch so ein bisschen komisch gelaufen, weil ich gerade den einen Finger auf der Mute-Taste hatte. Da waren eben noch Kakerlaken. Die sollten wir, glaube ich, noch erledigen. Oh. Fiese Kakerlaken. Ganz ehrlich. Also wenn ich mir das so angucke. Ich finde das sehr, sehr, sehr passend, dass wir uns jetzt hier einfach auf den Stuhl setzen. Wenn ich mir das so angucke. Was ist dir passiert? Ist der. Wo sind alle? Ist der schon deutlich länger tot als. Weiß ich nicht, ein Jahr, zwei Jahre? Also. Ich dachte, für so einen Zustand brauchst du schon mal 5 Jahre. Au, oh, verdammt, ich sollte am besten nicht in irgendwelche Stromdinger reinlaufen. Das ist, glaube ich, nie gesund. Drücke Link. Oh Gott, wir kriegen hier schon von den Kakerlaken irgendwie mächtig aufs Maul gerade. Kann ich hier was trinken? Ich dachte, Wasser macht Leben. Ja, so, wir sind wieder voll. Wir haben wieder. Also, die sind doch. Ist das alles, was noch übrig ist? Die sind doch definitiv schon älter als. Länger tot als. Irgendwie 1-2 Jahre. Stimpaks stellen bis zu 30% deiner maximalen Gesundheit heilen und. Okay. Ja. Also, Stimpaks ist ja jetzt klar, heilen uns halt. Ist jetzt, glaube ich, nichts Besonderes. Hier ist noch eine Waffe. Noch mehr Patronen, das packen wir natürlich alles ein, genau wie die Zigaretten. Koffer für Kryolator. Nett. Den hole ich mir später. Achso, den können wir nicht aufmachen, weil wir brauchen Haarklammern. Das ist ja nichts Neues. Gut erhaltenes Zigarettenpäckchen. Spinze noch ein paar Patronen. Wie gesagt, ich sammle hier auf, was geht. Das Waschbacken. Backen. Das Waschbacken ist ein bisschen altbacken. Er ist ein bisschen eklig. Da trinke ich jetzt lieber nichts draus. Haben wir denn hier noch irgendwas? Ah, eine Haarklammer. Vorkriegsgeld und ein Bleistift. Wenn ich das hier aber eben gesehen habe, bekomme ich so nicht auf. Ist das zu schwer für uns. Das heißt, wir gehen hier einfach mal weiter. Ist durch ein Terminal gesperrt. Achso. Okay. Das Terminal steht, glaube ich, hier. Aufseher-Terminal benutzen. So. Ich denke mal, das wird das gleiche. Anweisungen für Aufseher. Vertraulich. Nur für Aufseher. Vault 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten. Das ist der gleiche Text, den wir schon mal hatten. Ah, okay. Nicht ganz. Ungenutzte Kryokammern werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Das ist neu. Kryolator. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Das hatten wir, glaube ich, schon. Das kann ich mir hier wahrscheinlich sparen. Das Aufseher-Logbuch, das wäre nochmal ganz interessant. Vorbereitung. Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Vault-Tech-Kontrolleure waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Vault ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. 23. Oktober. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten, aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kryokammern in Frage zu stellen. Schön, wir wurden also reingelegt. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Subjekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte.
Das Kryosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, ein Fehler in Vault-Tecs externen Überbrückungssystem hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass Ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Es gab noch kein Entwarnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen. Und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault-Versiegelung so früh öffnen. Moment. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen, wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält. Ich war bei den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Sehr krass, die Aufseher, die sind... Also diese krassen Unterschiede zwischen Aufsehern und Mitarbeitern. So, Öffnung. Der Personalevakuierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und den Abschaltprotokollen zu folgen, bevor Sie Vault 111 verlassen und anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Ihren Vault-Tech-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Okay, die Tür ist offen. Da sind wir, glaube ich, hier reingekommen, oder? Das war nur so ein... Ja, genau, hier war nur... Das ist wahrscheinlich hier der Schlafplatz vom Aufseher. Deswegen ist hier auch dieser Kryolator. Noch mehr Kakerlaken. Ah, wir haben ja jetzt eine Pistole. Alter, wie viele Kakerlaken kommen denn da noch? So. Also. Ich nehme das alles mal mit. Kann man Achso, da tropft's. Ich dachte die ganze Zeit, hier wären noch mehr Kakerlaken. Drücke R, um deine Waffe nachzuladen. Okay, das ist ja alles noch in Ordnung. So, wir müssen hier unbedingt jetzt raus. Ah, okay. Die sind mittlerweile... Gibt denn überhaupt noch wer? Hat das jemand nach draußen geschafft? Ich glaube, hier hat es tatsächlich niemand nach draußen geschafft. Was ist das denn? Ein Pip-Boy? Nicht, dass ich... Also, ich kenne ja Fallout, deswegen weiß ich natürlich auch, was der Pip-Boy ist. So, machen wir den mal zu und booten wir ihn mal. Hm. 3000, okay. Initiating. Mit Maus wählst du einen Reiter. Achso, wir können einfach draufklicken. Status. Wir sind vollkommen okay, bis auf die Füße, die sind ein bisschen angeknackst. Special. Unsere Skills haben wir nichts. Hier mal unser Inventar. Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, diverses. Schrott, Mods, Munition. Okay. Daten. Zeitreisen für Anfänger, das ist unsere aktuelle Quest. Werkstätten und so haben wir noch nicht. Karte, naja gut, wir kennen nur den Vault bisher. Radio kennen wir noch keins. Und Radio werde ich auch im... Wie kann ich das denn eigentlich zu machen? So, Radio werden wir auch tatsächlich im Let's Play nicht hören. Das tut mir jetzt schon leid, aber da werde ich definitiv zu viele Probleme mit YouTube kriegen. Wir müssen... Achso, wir müssen hier hin. Ich dachte gerade... Vault-Türsteuerung. Ist mir jetzt egal, ich mache jetzt einfach den Vault auf. Wir müssen hier raus. Vault-Door Remote Access ready. Interessant, dass der sofort weiß, wie der...
Pip-Boy zu bedienen ist. Ach so. Ach du. Alter, wie krass. Ich dachte, da drüben oder so geht jetzt eine Tür auf, wo wir dann weiterkommen. Ich wusste nicht, dass das die Vault-Tür ist. Oh, Sonnenlicht. Sonnenlicht. Lass mich hier raus. Raus aus diesem scheiß Vault, wo die uns sowieso nur verarscht haben. Mach die Tür endlich auf. Alter, was ein Krass. Eigentlich krass, was für ein Eingang das hier ist. So, möchtest du etwas ändern? Name Special? Nein. Aussehen? Nein. Wir bleiben bei dem Charakter, den wir haben. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche. Und danke, dass Sie sich für Vault Tech entschieden.